Kapitel 2 Der Schwebewurm. Twig ging den Weg zwischen den Bäumen entlang. Laut hallte das Geschrei der Waldbewohner um ihn herum. Er fröstelte, zog das Halstuch fester und schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch. Er hatte nicht schon am selben Abend gehen wollen, schließlich war es dunkel und kalt, aber Spelda hatte gedrängt. »Jetzt ist die beste Zeit«, hatte sie immer wieder gesagt und zusammengesucht, was er für die Reise brauchte. Eine lederne Flasche, ein Seil, eine kleine Tasche mit Proviant und, am wichtigsten, sein Namengebungsmesser. Twig war endlich volljährig geworden. »Du weißt ja, wie das Sprichwort geht«, fügte sie hinzu. Sie hob die Arme und band zwei hölzerne Amulette um seinen Hals. »Brich auf bei Nacht, komm an bei Tag.« Twig wusste, dass Belda ihre Munterkeit nur vorspielte. »Aber sei vorsichtig«, ermahnte sie ihn. »Draußen ist es dunkel und ich kenne dich. Du träumst und trödelst und willst hinter jedem Baum sehen.« »Ja, Mutter«, sagte Twig. »Also tu, was ich sage, es ist wichtig. Denk dran, immer auf dem Weg zu bleiben, damit du nicht dem schrecklichen Schleimschmeichler begegnest. Wir Waldtrolle bleiben immer auf dem Weg.« »Aber ich bin kein Waldtroll«, murmelte Twig. In seinen Augen brannten Tränen. »Du bist mein kleiner Junge«, sagte Spelda und umarmte ihn fest. »Bleib auf dem Weg. Die Waldtrolle wissen warum. Und jetzt fort mit dir und grüß mir Cousin Schnatterback. Bevor du dich versiehst, bist du wieder da und alles ist wie früher. Du wirst schon sehen.« Spelda konnte nicht zu Ende sprechen. Dicke Tränen kullerten ihr über die Wangen. Twig drehte sich um und ging auf den dämmerigen Weg in den dunklen Wald hinein. »Wie früher«, dachte er. »Aber ich will gar nicht, dass alles wieder wie früher ist. Bohnenblase spielen, Bäume fällen, von allen gemieden werden und nirgends dazugehören. Bei Cousin Schnatterback ist es wahrscheinlich genauso. Zum Dienst auf ein Himmelsschiff berufen zu werden, schien auf einmal verlockender denn je. Die Himmelspiraten befuhren den Himmel über dem Dunkelwald. Die Abenteuer, die sie dort erlebten, waren sicher viel aufregender als alle hier drunten im Wald. Ein verzweifelter Schmerzensschrei gellte durch die Bäume. Ein Augenblick lang herrschte tiefes Schweigen, dann setzte der nächtliche Lärm wieder ein, lauter als zuvor, als ob alle froh darüber wären, dass nicht sie einem hungrigen Räuber zum Opfer gefallen waren. Beim Weitergehen begann Twig die Tiere zu benennen, die abseits des Weges aus dem türkischen Dunkelwald zu hören waren. Das linderte sein Herzklopfen. In den Bäumen über seinem Kopf hörte er quiekende Quarms und hustende Fromms. Sie konnten einem Waldtroll nichts anhaben, wenigstens nichts Schlimmes. Weiter weg zu seiner Rechten hörte er das heisere Kreischen eines zum Sturzflug ansetzenden Klingenflitzers. Im nächsten Augenblick war die Luft mit dem Geschrei des Opfers erfüllt, eine Packratte vielleicht oder ein Laubfresser. Immer weiter ging er und der Weg lag dunkel vor ihm. Nach einer Weile öffnete der Wald sich sein Blick. Twig blieb stehen und betrachtete erstaunt die von silbernem Mondlicht umflossenen Stämme und Äste und die wächsernd schimmernden Blätter. Er war zum ersten Mal nach Einbruch der Dunkelheit im Wald, und es war wunderschön. So schön, wie es sich nicht hätte träumen lassen. Den Blick unverwandt auf die silbrigen Blätter gerichtet, machte er einen Schritt nach vorn weg von dem dunklen Weg. Der Mond übergoss ihn mit kaltem Licht und seine Haut schimmerte wie Metall. Die weiße Wolke seines Atems glänzte hell wie Schnee. »Unglaublich«, sagte er und machte noch einen Schritt. Der glitzernde, gefrorene Boden unter seinen Füßen knackte und knirschte. An einer Trauereiche hingen Eiszapfen, die Wassertropfen an einem Tautropfenbaum waren gefroren und glänzten wie Perlen. Ein schmächtiger junger Baum mit haarähnlichen Wedeln schwankte in dem eisigen Wind. »Erstaunlich«, sagte Twig und ging weiter. Zuerst links, dann rechts, dann um eine Ecke, über einen Hügel. Alles war so geheimnisvoll, so neu. An einem mondbeschiedenen Gesträuch mit hohen dornigen Blättern und zitternden Stängeln mit dicken Knospen blieb er stehen. Auf einmal platzten die Knospen auf, eine nach der anderen, bis der ganze Strauch mit dicken, runden Blüten und Blütenblättern wie Eisspäne übersät war. Die Blüten drehten sich dem Mond zu und leuchteten in seinem Licht. Twig lächelte in sich hinein und wandte sich ab. »Nur noch ein paar Schritte«, murmelte er. Ein Purzelbusch purzelte an ihm vorbei und verschwand im Schatten. Mondglocken und Klingelbeeren bimmelten und klirrten im stärker werdenden Wind. Dann hörte Twig noch etwas anderes. Er fuhr herum. Ein kleines, mageres Tier mit braunem Fell und einem spiralig gewundenen Schwanz trippelte vor Panik quietschend über den Waldboden. Der Schrei einer Waldeule schnitt durch die Luft. Ihm schlug das Herz bis zum Hals. Aufgeregt sah er sich um. Im Dunkel lauerten Augen überall. Gelbe Augen, grüne Augen, rote Augen. Sie alle starrten ihn an. »Oh nein«, jammerte er. »Was habe ich bloß getan?« Er wusste, was er getan hatte. »Verlasse nie den Weg«, hatte Spelda gesagt. Doch genau das war geschehen. Von der silbernen Schönheit des Waldes in den Bann geschlagen, hatte er den sicheren Weg verlassen. »Ich mache wirklich alles falsch«, stöhnte er. »Ich bin vielleicht ein Idiot.« Er machte ein paar Schritte hierhin und dorthin und versuchte verzweifelt, zum Weg zurückzufinden. »Ich...« Dann hörte er plötzlich noch etwas.
ein Geräusch, das ihn verstummen ließ. Wie erstarrt blieb er stehen. Es war der keuchende Atem einer Pestkröte, eines großen gefährlichen Reptils, dessen Atem so schrecklich stank, dass es sein Opfer damit auf 20 Schritte Entfernung leben konnte. Auf 10 Schritte war der Gestank tödlich. Ein einziger stinkender Schwall hatte Hoddergrobs Onkel das Leben gekostet. Was konnte er tun? Wohin sollte er fliehen? Twig war noch nie allein im Wald gewesen, fernab von allen Wegen. Er machte ein paar Schritte, blieb stehen, rannte in die andere Richtung und blieb wieder stehen. Der keuchende Atem der Kröte schien von überall zu kommen. Hastig stolperte er in den Schatten eines Busches und duckte sich hinter den Stamm eines hohen Baumes. Die Kröte kam näher und ihr rasselnder Atem wurde lauter. Twigs Hände wurden feucht, sein Mund war wie ausgetrocknet. Er konnte nicht mehr schlucken. Die Fromms und Quarms verstummten und eine schreckliche Stille legte sich über alles. Twigs Herz schlug wie eine Trommel. Sicher hörte die Kröte es, aber vielleicht war sie ja schon wieder weg. Vorsichtig spähte Twig um den Stamm. Irrtum! Ihm wurde ganz heiß vor Schreck. Aus dem Dunkel vor ihm starrten zwei gelbe Augenschlitze in seine Richtung. Eine lange Zunge fuhr immer wieder züngelnd aus dem Maul und schmeckte die Luft. Plötzlich blies die Kröte sich auf wie ein Ochsenfrosch, gleich würde sie eine Wolke ihres giftigen Atems loslassen. Twig schloss die Augen, hielt sich die Nase zu und presste die Lippen aufeinander. Er hörte ein gurgelndes Zischen. Im nächsten Augenblick fiel hinter ihm etwas mit einem dumpfen Plumps zu Boden. Ängstlich öffnete er ein Auge. Ein Fromm lag auf dem Boden. Sein pelziger Greifschwanz zuckte. Twig rührte sich nicht. Die klebrige Zunge der Kröte schoss heraus und packte den glücklosen Fromm. Dann verschwand die Kröte mit ihm im Unterholz. »Das war knapp«, sagte Twig und seufzte erleichtert. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Viel zu knapp.« Der Mond durchdrang alles mit seinem bleichen Schein und die Schatten waren noch tiefer geworden. Betrübt ging Twig weiter. Kummer legte sich auf ihn wie eine feuchte Decke. Die Kröte mochte wieder weg sein, aber sie war die geringste seiner Sorgen. Er war vom Weg abgekommen. Jetzt war er verloren. Er stolperte oft und manchmal fiel er hin. Seine Haare waren schweißnass, zugleich fror er jämmerlich. Er wusste nicht, wohin er lief, er wusste nicht, wo er war, er hoffte nur, dass er nicht immer im Kreis ging. Er war müde, aber jedes Mal, wenn er sich ausruhen wollte, schreckte ihn ein Knurren, Fauchen oder wildes Brüllen wieder auf und er ging weiter. Irgendwann konnte er nicht mehr. Er blieb stehen, sank auf die Knie und hob den Kopf zum Himmel. »Ach, Schleimschmeichler!« rief er verzweifelt. »Schleimschmeichler!« Laut drang seine Stimme durch die kahle Nacht. »Bitte, bitte, bitte!« rief er. »Lass mich den Weg wiederfinden! Hätte ich ihn bloß nicht verlassen! Hilfe! 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 Hilfe!« Der Schrei schnitt durch die Nacht wie ein Messer. Twig sprang auf und sah sich um. »Hilfe!« Es war kein Echo. Die Stimme kam von links. Instinktiv rannte er los, um nachzusehen. Vielleicht könnte er helfen, doch dann blieb er wieder stehen. Wenn es eine Falle war? Ihm fielen tundum schreckliche Geschichten ein. Waldtrolle waren von falschen Hilferufen des Schlitzdolchs eines grässlichen Ungeheuers mit 40 messerscharfen Klauen in den Tod gelockt worden. Der Schlitzdolch sah aus wie ein umgefallener Baumstamm, bis man auf ihn drauftrat. Dann schnappten seine Klauen zu und blieben geschlossen, bis die Leiche des Opfers zu verwesen begann. Der Schlitzdolch fraß nämlich nur Aas. »Himmel noch mal, so hilf mir doch jemand!« rief die Stimme wieder, diesmal allerdings schon schwächer. Twig musste dem verzweifelnden Ruf einfach folgen. Er zog sein Messer, nur für den Fall, und ging in die Richtung der Stimme. Schon nach 20 Schritten stolperte er über etwas, das unten aus einem summenden Kammbusch herausragte. »Au!« schrie die Stimme. Twig fuhr herum. Er war über ein paar Beine gestolpert. Ihr Besitzer setzte sich auf und funkelte ihn böse an. »Du Hornochse!« schimpfte er. »Tut mir leid, ich...« begann Twig. »Und starr mich nicht so an!« unterbrach der andere ihn. »Das ist nicht höflich!« »Tut mir leid, ich...« sagte Twig noch einmal. Er stimmte, er starrte den anderen an. Das Mondlicht schien auf seinen Jungen und der Anblick seines krebsroten Gesichts, seiner mit Wachs zu flammend roten Spitzen versteiften Haare und seiner Halsketten aus Tierzähnen hatten Twig erschreckt. »Du bist ein Schlechter, ja?« fragte er. Die blutigen Schlechter sahen wild aus und klangen auch so, wenn sie redeten. Es hieß, die vielen Generationen vergossenen Blut seien ihm durch die Poren in die Haare gesickert. Dabei waren sie, obwohl sie Tilder jagten und Hammelhörner schlachteten, ein friedliebendes Volk. Trotzdem konnte Twig seinen Ekel nicht verbergen. Von gelegentlichen Durchreisenden abgesehen waren die Schlechter die nächsten Nachbarn der Waldtrolle. Die Waldtrolle handelten mit ihnen. Holzschnitzereien und geflochtene Körbe gegen Fleisch und Leder waren. Trotzdem verachteten sie sie, wie alle anderen Bewohner des Dunkelwalds. Sie waren, um mit Spelders Worten zu sprechen, der unterste Bodensatz. Niemand wollte mit Leuten verkehren, denen Blut nicht nur in den Händen, sondern am ganzen Körper klebte. »Also«, sagte Twig, »bist du ein Schlechter?« »An wenn schon«, entgegnete der Junge trotzig. »Nicht, ich...« Wer sich im Dunkelwald verirrt hatte, durfte, was seine Gefährten betraf, nicht wählerisch sein. »Ich heiße Twig«, der Junge tippte mit der Hand an seine Stirn und nickte. »Ich heiße Knorpel«, sagte er.
Bring mich bitte in mein Dorf zurück, ich kann nicht mehr gehen, schau!« Er zeigte auf seinen rechten Fuß. An der Ferse sah Twig 6 oder 7 tiefrote Punkte. Der ganze Fuß war bereits auf das Doppelte seines gewöhnlichen Umfangs angeschwollen. Noch während Twig hinsah, begann auch das Bein anzuschwellen. »Was ist denn passiert?« fragte er verdattert. Twig merkte, dass der Junge auf etwas hinter ihm starrte. Er hörte ein Zischen und fuhr herum. Vor ihm schwebte dicht über dem Boden die abscheulichste Kreatur, die er je gesehen hatte. Sie war lang und dick und hatte eine schleimgrüne Haut, die im milchigen Mondlicht feucht glänzte. Überall entlang des Körpers waren gelbe Warzen, aus denen eine durchsichtige Flüssigkeit tropfte. Das Geschöpf ringelte und wand sich in einem fort und starrte Twig mit seinen riesigen Augen kalt an. »Was ist denn das?« fragte er Knorpel flüsternd. »Ein Schwebewurm«, sagte Knorpel. »Pass auf, dass er dich nicht kriegt!« »Der erwischt mich nicht«, sagte Twig tapfer und langte nach seinem Messer. Es war weg. »Mein Messer«, rief er. »Mein Namensgebungsmesser, ich...« Dann fiel ihm ein, wo es war. Er hatte es in der Hand gehalten, als er über Knorpels Beine gestolpert war. Es musste hier irgendwo auf dem Boden liegen. Twig starrte weiter geradeaus. Er hatte solche Angst, dass er den Schwebewurm keinen Moment aus den Augen ließ. Der Wurm wand sich hin und her. Das Zischen kam nicht aus seinem Mund, sondern aus den rein angeordneten Drüsen an seinem Bauch. Aus ihnen strömte die Luft, die ihn schweben ließ. Er kam langsam näher und Twig sah wie gebannt auf sein Maul. Der Wurm hatte fleischige Lippen und schlaff herunterhängende Fühler und schluckte ständig Luft. Plötzlich gingen die Lippen auseinander. Twig hielt den Atem an. Der Mund des Schwebewurms war voller Tentakel, an deren Ende geifernde Saugnäpfe saßen. Der Mund ging noch weiter auf und die Tentakel sprangen heraus und wandten sich wie Maden. »Das Messer«, sagte Twig leise zu Knorpel. »Such mein Messer!« Er hörte, wie Knorpel das trockene Laub durchwühlte. »Ich suche ja schon«, sagte er. »Aber ich kann...« »Halt«, rief er. »Ich hab's!« »Schnell«, schrie Twig. Zitternd stand der Schwebewurm vor ihm bereit zum Angriff. Twig streckte den Arm nach hinten aus. »Gib her, schnell!« »Da!« sagte Knorpel und Twig spürte den vertrauten Griff aus Knochen in der Hand. Er packte ihn fest und biss die Zähne zusammen. Der Schwebewurm schwankte in der Luft hin und her, unablässig vibrierend. Twig wartete. Dann plötzlich, ohne Vorwarnung, schoss der Wurm nach vorn. Er stank nach ranzigem Fett. Mit aufgerissenem Mund und starr ausgestreckten Tentakeln flog er auf Twigs Hals zu. Erschrocken wich Twig nach hinten aus. Der Wurm wechselte plötzlich die Richtung und schoss von der anderen Seite heran. Twig duckte sich. Der Wurm flog über seinen Kopf hinweg, bremste zischend ab, rollte herum und griff erneut an. Diesmal kam er von vorn. Genau wie Twig gehofft hatte. Die Tentakel des Wurms wollten sich gerade an seinem bloßen Hals festsaugen, da holte Twig aus und stieß zu. Das Messer versank im weichen Unterleib des Wurms und ratschte dann an den Luftdrüsen entlang. Die Wirkung war verblüffend. Die Kreatur sprang wie ein Luftballon, den man aufgeblasen und dann losgelassen hatte, laut knatternd durch die Luft. Dann explodierte sie. Eine Unmenge kleiner, schleimiger Fetzen gelber und grüner Haut regnete zu Boden. »Hurra!« brüllte Twig und schlug mit der Faust in die Luft. »Ich hab's geschafft! Der Schwebewurm ist tot!« Beim Sprechen kam weißer Dampf aus seinem Mund. Die Nacht war bitterkalt geworden und es wehte ein eisiger Nordwind. Doch Twig froh nicht, im Gegenteil. Stolz und Aufregung wärmten ihn durch und durch. Rief eine Stimme hinter ihm. Sie klang komisch, als ob Knorpel mit vollem Mund redete. »Ich komm ja schon«, sagte Twig und rappelte sich auf. »Ich... Knorpel!« Der schlechte Junge war kaum noch zu erkennen. Vor dem Kampf mit dem Schwebewurm war nur Knorpels Bein geschwollen gewesen, jetzt war sein ganzer Körper wie aufgeblasen. Er sah aus wie ein riesiger, dunkelroter Ball. »Bring mich nach Hause«, muschelte er unglücklich. »Aber ich weiß ja gar nicht, wo das ist«, sagte Twig. »Ich zeig's dir«, sagte Knorpel. »Hör mich hoch, ich sag dir, welche Richtung.« Twig bückte sich und hob den Jungen hoch. Er war überraschend leicht. Twig ging los. »Ich«, sagte Knorpel nach einer Weile und dann »nochmal links, rechts, geradeaus.« Zuletzt war Knorpel so angeschwollen, dass sogar die einfachsten Worte unmöglich waren. Wenn er die Richtung anzeigen wollte, drückte er stattdessen mit seinen aufgedunsenen Händen auf die entsprechende Schulter von Twig. Diesmal wusste Twig wenigstens, dass sie nicht im Kreis ging. Er wurde zu einem neuen Ziel gelotst. Gurgelte Knorpel. »Was?« fragte Twig erschrocken, aber noch während er sprach, merkte er, welche Gefahr drohte. Knorpels Körper, der schon beim Aufheben leicht gewesen war, wog inzwischen weniger als nichts. Die unförmige Masse war drauf und dran wegzufliegen. Er versuchte nach Kräften, Knorpel an der Taille festzuhalten oder dort, wo die Taille gewesen war, aber es war unmöglich. Es war, als wollte man einen mit Wasser gefüllten Sack festhalten, nur mit dem Unterschied, dass dieser nach oben fallen wollte. Wenn er losließ, würde Knorpel himmelwärts verschwinden. Twig wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann klemmte er den aufgeblasenen Jungen zwischen zwei Ästen fest, nicht ohne sich vorher zu vergewissern, dass der Baum keine Dornen hatte. Schließlich wollte er nicht, dass Knorpel platzte. Er nahm das Seil, das Belder ihm mitgegeben hatte, von der Schulter und band das eine Ende um Knorpels Bein und das andere um sich selbst um die Hüften. Dann ging er weiter. Schon bald tauchte ein neues Problem auf. Der Zug nach oben wurde mit jedem Schritt stärker. Twig musste aufpassen, dass er nicht selbst vom Boden abhob. Er hielt sich an den Ästen und Büschen, an denen er vorbeikam, wie an einem Anker fest. Doch es hatte keinen Zweck.
Der Auftrieb der Schlechterjungen war einfach zu groß. Mit einem Ruck wurden Twigs Beine vom Boden gerissen. Er musste die Äste loslassen und schwebte gemeinsam mit Knorpel nach oben. Immer höher stiegen sie in die kalte Nacht und zum weiten Himmel auf. Vergeblich zerrte Twig an dem Knoten der Schnur um seine Hüften. Der Knoten wollte nicht aufgehen. Twig sah zum Boden hinunter, der sich rasch unter ihm entfernte, und dabei kam ihm ein Gedanke. Ein ganz schrecklicher Gedanke. Knorpel würde vermisst werden. Wenn Knorpel nicht zurückkehrte, würden seine Angehörigen und Freunde losziehen, um ihn zu suchen. Twig dagegen hätte etwas getan, was Waldtroll streng verboten war. Er hatte den Weg verlassen. Ihn würde niemand suchen.